Amen. Amen. In our study yesterday, in unserem Studium gestern, we looked at GC 343. Haben wir den großen Kampf 343 betrachtet. And we made a connection there. Und haben da eine Verbindung gezogen. Between the Holy Spirit. Zwischen dem Heiligen Geist. And God's hand. Und Gottes Hand. Is everybody okay with that connection? Ist jeder vertraut mit dieser Verbindung? Anybody not okay? Ist jemand damit nicht einverstanden? We're all good with that. Yes, just straight out of the quote. Ganz direkt aus dem Zitat heraus. Then we took the word hand. Dann haben wir das Wort Hand genommen. Sister Catherine, which verse did we go to? Zu welchem Vers sind wir dann gegangen? 34. Went to Daniel chapter 2 verse 34. In Daniel 2 Vers 34. And we picked up the word hand. Und dort haben wir auch das Wort Hand aufgegriffen. And we saw that a hand was cut out of a mountain. Sorry, a stone was cut out of a mountain without a hand. Und wir haben gesehen, wie dort ein Stein aus einem Berg herausgeschnitten wurde ohne Zutun von einer Hand. And I asked what mountain that was. Und ich habe dann gefragt, welcher Berg denn das ist. And we all know now that the mountain is. Und wir alle wissen jetzt, dass der Berg. Sister Aileen. It's in Caesarea Philippi. It's near there. Es ist nahe Caesarea Philippi. Do you know the name of the mountain? Kennst du den Namen des Berges? We didn't mention it yesterday. Wir haben es gestern nicht erwähnt. I don't know. No? Sister Shemaine? Dan? I don't know. So you don't repeat the question. just a stalling technique. Brother Jim? Mount Hermon. Es ist der Berg Hermon. So if you just check on a map, it tells you it's Mount Hermon. Auf einer Karte zeigt es dir. It's the source of the River Jordan. Es ist die Quelle des Jordan Rivers. Flusses. And if you were to do a study on Panium, und wenn man ein Studium über Panium macht, you'd see that it's connected to this place. Dann erkennt man, dass dieses Studium mit diesem Ort in Verbindung steht. So we see this mountain, we see a stone cut out. Wir haben also diesen Berg gesehen, wir sehen, wie dieser Stein herausgeschnitten wird. We see that the mountain is Christ. Wir haben erkannt, dass der Berg Christus ist. And Peter is the stone. Und Petrus der Stein. And what Bible verse is that, Sister Sue Ellen? Welcher Bibelvers war das? Matthew 16, 18. Matthäus 16, Vers 18. Matthew chapter 16. Good. It's right here on the board if you didn't take a note of it. Wir haben es auch hier an der Tafel. We just said it was God. You and the church. Und da haben wir gesagt, das ist Gott, du und die Gemeinde. Come straight out of the Bible verse itself. Direkt hier aus diesem Bibelvers heraus. And now we have a question. Und nun haben wir eine Frage. Which is how do we approach inspiration? Die wie folgend ist: Wie gehen wir an die Inspiration heran? All the stories that you come across in Scripture. Alle Geschichten, die über die du, die in der Bibel sind, all of them shows that God works through some kind of intermediary. Zeigt uns, dass Gott in immer einen Mittler benutzt. We might call it a servant. Wir mögen ihn Diener nennen. Or an ambassador. Oder Botschafter. Or his son. Oder seinen Sohn. Or in the quote, the Holy Spirit. Oder wie hier im Zitat, den Heiligen Geist. He never does the work directly himself. Er vollbringt die Arbeit niemals selbst. And so you have two, at least two answers. Und dann kommt man zu mindestens zwei Antworten.
I can only think of two myself. Also ich kann an zwei denken. Either he wants to do it that way. Entweder möchte er es auf diese Weise tun. Or he doesn't have a choice. Oder er hat keine Wahl. And depending on which answer you choose. Und es kommt nun darauf an, welche Antwort du wählst. I think it changes your perspective of who God is and who you are. Denke ich, dass es deine Perspektive verändert von dem, wer Gott ist und auch wer du bist. So we explored that a little bit. Das haben wir gestern etwas erkundschaftet. Does anybody have any questions or comments on that? Hat jemand irgendwelche Fragen oder Kommentare dazu? No? Okay. So, if you go to Daniel 2, it says, wenn man zu Daniel 2 geht, dann heißt es dort, that the work of extracting the stone is done without hands. Dass dieses Werk des Stein-Herausbrechens ohne Zutun von Menschenhand vollbracht wird. And obviously, this is a parable. Offensichtlich ist das ein Gleichnis. Hopefully we can all see that. We all know. Ich hoffe, das können wir alle erkennen und wissen das auch. Do we all agree it's a parable? Können wir übereinstimmen, dass das ein Gleichnis ist? Anybody disagree or anybody can't see that? Roland, you agree it's a parable? Yes. Tell us why. Warum? Why do you see it's a parable? Warum betrachtest du es als Gleichnis? Weil wir eine Symbolsprache haben. We have a symbolic language. Name me the symbol. Sage mir das Symbol. And then it's reality. Und dann die eigentliche Realität. Wir haben den Stein. We have the stone. And the verse, please. Und den Vers. In welchem Vers bist du? In Daniel 2,34. Daniel 2,34. In Daniel 2,34. It says a stone. Dort spricht es von einem Stein. Symbol. Das ist das Symbol. Das ist das Symbol für uns. It's a symbol for us. Für die Bewegung. For the movement. And I want a verse for the reality. Ich möchte einen Vers für die Realität. Vers für die Realität. Vers für die Realität. Matthäus. Nö, tut mir leid. Sister Kathy? The stone will be God's people. And just the Bible verse will do. Matthew 16:18. In Daniel 2. Oh, in Daniel 2. Wir möchten den Vers in Daniel 2. Es muss in Daniel 2 sein. In the verse only or in the chapter? Just give me the verse number, yeah. I've already told you it's in the chapter. Yeah. Oh. Also im Kapitel suchen wir den Vers. Stone is the symbol. Mm-hmm. What is it? Der Stein ist das Symbol. Was ist er? Für was steht er? Welcher Vers? Another car? 44 and 45. 44 und 45. And the answer is? Die Antwort ist dann? Kingdom of God. Okay with that, Sister Kathy? Das Reich Gottes. Verse 44. Vers 44. God's going to set up a kingdom which shall never be destroyed. Gott wird ein Königreich aufrichten, das niemals untergehen wird. And it, the und kingdom, es, also das Reich, will destroy or break in pieces. Wird zerstören oder zermalmen. And then it says in 45, und dann heißt es in Vers 45, because you saw the stone that was cut out of the mountain. Weil du diesen Stein gesehen hast, der aus dem Stein, Berg herausgeschnitten wurde. So we know it's a parable. Wir wissen also, dass das ein Gleichnis ist. There's other ways to do it. Es gibt auch eine andere Herangehensweise.
But that's a nice way. Erklären. Das ist eine gute Erklärung. If it's a parable, wenn es nun ein Gleichnis ist, what property should a parable have? Welche Eigenschaft sollte denn ein Gleichnis haben? Must be natural. Es sollte etwas Natürliches sein. You say a little bit more? Something natural that explains is spiritual. Etwas Natürliches, das etwas Geistliches beschreibt. Something natural that explains the spiritual. Anybody else? Jemand anderes? It should convey a lesson. Sorry? It should convey a lesson or teach a lesson. Es sollte eine Lektion lehren. Okay. No one else? Noch jemand? Which reference did we go to? Und zu welchem Zitat sind wir denn gegangen? Sister May? Schwester May? Christ Update Lesson. I don't think we've even opened that book yet. Christi Gleichnisse? Nee, ich glaube, wir waren noch nicht einmal in diesem Buch. On the board? Checking if it's on the board. I don't think it is. Ich schaue mal, ob wir es schon an der Tafel geschrieben haben, aber ich glaube nicht. It may have been, we may have erased it, but I don't think I put it on the board. Mm-hmm. Ich glaube nicht, dass es auf der Tafel... yes. Is there? Oh, it's there. They tell me it's there. At least if it's that one. Right here. Leben Jesu im Englischen Seite 333, im Deutschen 324. Well, Arian. Mm-hmm. Repeat what you said, or... Wiederhole, was du gesagt hast. And then refine it. Und verfeinere deine Aussage. What was your question? I can't remember. What is properties of a parable? Die Eigenschaften eines Gleichnisses im Allgemeinen. You said it was natural, explaining the spiritual. Yeah. Also er hatte gesagt, es muss etwas Natürliches sein, das das Geistliche beschreibt. So it says, by familiar illustrations, he explains the nature of his kingdom. Das heißt hier, durch bekannte Illustrationen zeigt er die Natur seines Königreiches auf. And the manner in which it was to be established. So it's the first bit. Mm-hmm. Also hier, das der erste Teil des Abschnittes. You said natural. Du hast gesagt, das Natürliche. And this says... Familiar illustrations. Und hier heißt es die bekannten Bilder. What does that mean, Sister Catherine? Familiar illustrations. Was bedeutet denn das, diese bekannten Bilder oder Illustrationen? Something that you have seen often. Etwas, das man schon oft gesehen hat. Something you've seen often. I like that definition. Ich mag diese Definition. Do we agree this is a parable? Können wir übereinstimmen, dass Daniel 2 ein Gleichnis ist. We gave the example of the stone. Wir haben das Beispiel vom Stein gegeben. And therefore, if the stone is the kingdom of God, und deshalb, wenn nun der Stein das Königreich Gottes ist, you say that. I think it just says the kingdom. Ich denke, es heißt hier das Königreich. But God's the one that sets it up. Aber Gott ist derjenige, der es aufrichtet. Sister Dahlia, what is the mountain? Dahlia, was ist der Berg? Doesn't depend. Es kommt drauf an. Nein, es kommt nicht drauf an. I'll ask a different question. What is the stone? Was ist der Stein?
My brother? Kingdom of God. Es ist das Königreich Gottes. Are you okay with that? 44 and 45. Hier in Vers 44 und 45. Just repeating what we've done. So tell me what the mountain is. Dann sag mir nun, wer ist denn das Königreich? Der Berg. Not sure? Okay. Sister Sue Ellen? Different question. Andere Frage. Are you watching, Sister Dahlia? Are you watching? I'm still going to ask you the same question. Yes. Sister Sue Ellen's going to help you. What are these? Was sind diese? This one. Well, do you want me to say what I said yesterday? Hopefully. Many gods. So these are? Many gods, because they come out of that. So it's just as she can hear. Many gods. Many es gods. Sind diese Mini-Götter. Und das ist? God. God. Okay. So, if this is the kingdom of God. Wenn das nun das Königreich Gottes ist. What's the mountain? Was ist dann der Berg? God. Good. Like that. Good. So we're okay with that. So this mountain, dieser Berg, which is the kingdom of God, welches das Königreich Gottes ist, is a parable. Ist ein Gleichnis. As much as the stone is. Genauso wie der Stein. Are we okay with that? Können wir damit übereinstimmen? So when you see this mountain in Daniel 2, wenn man also diesen Berg in Daniel 2 and sieht, we've established it's a parable, und wir haben gesagt, dass es ein Gleichnis ist, what property must it have, Sister Shemaine? Welche Eigenschaft muss es dann haben? And I was my aunt. Sorry? I had the question, I was my aunt. Mine first. Just to be sure. Two questions you had. You did two. Just to be sure. Oh, no, answer my question. No, but to answer your question, I should have the answer to be sure. Well, one moment then. I'll ask someone else. Mm. Sister Aileen? Sure. What property? Welche Eigenschaft? Must this mountain have? Muss dieser Berg haben? If you don't understand the question, say you don't understand. Wenn du die Frage nicht verstehst, dann sag, ich verstehe sie nicht. Okay. So, the mountain. Der Berg. Is. What is the mountain? Was ist der Berg? No, the mountain is a kingdom. Something of God. Der Berg ist etwas von Gott. God is in heaven. Gott ist ja im Himmel. Real. In echt. The mountain is what? Und der Berg ist dann? Okay, God's kingdom is real. Gottes Königreich ist ja auch real. The mountain is what? Und der Berg ist? Parable or ein Gleichnis, which oder? Bit of the parable? Welcher Teil des Gleichnisses? What would we call it? Wie würden wir es nennen? Over here. Hier. A symbol. It's the symbol. Es ist ein Symbol. So the mountain is the symbol. Der Berg ist ein Symbol. The kingdom of God is the reality. Und das Königreich Gottes ist die Realität. Okay with that? Mm-hmm. So, we just read this. Wir haben eben Brother diesen Arian gave his definition. Nochmal gelesen und Arian hat uns die Definition gegeben. And then he read Ellen White's definition. Und dann hat nochmals die Definition von Ellen White gelesen. Okay, you can have it in front of you if you want. Kannst du es vor dir haben? So my question is. Meine Frage nun. What property? Welche Eigenschaft? Must the mountain have? Muss ein Berg haben? Has to have a certain property about it. Es muss eine gewisse Eigenschaft haben. As you're thinking, remember, it's a very simple question and the answer is very simple. Erinnere dich, es ist eine sehr einfache Frage und auch die Antwort ist sehr einfach. Do you want to know the simple or the reality? I want to know a property. Ich möchte die Eigenschaft wissen. Of the mountain. Des Berges. Mm-hmm.
So I try to answer your question, but not directly. Ich habe versucht, deine Frage zu beantworten, aber nicht direkt. We need to put the pieces together. Du musst jetzt nur die Teile zusammenfügen. So what are we talking about if I said the mountain? Über was sprechen wir, wenn wir über den Berg sprechen? About the symbol. Good. So über ein Symbol. You know that. Das weißt du jetzt. And I want you to tell me a property of that. Und ich möchte nun, dass du mir eine Eigenschaft davon says in the passage. Sagst. Tell me if you can't see it. Sag mir, wenn du es nicht sehen kannst. Is desire of ages 3:15. Im Leben Jesu. Brother Arian already read it. Mm-hmm. Arian hat es schon gelesen. If you don't see it, tell me. Wenn du es nicht siehst, dann sag es mir. It's a similar illustration. Did it say that? What did you just say? A similar illustration. I didn't see it say. I can't see it saying that. Ich glaube nicht, dass es ähnliche Illustration sagt, sondern. I can't see similar illustration. But don't help her. So in the passage, in dem Abschnitt, God is going to be talking about what? What is he talking about in this passage? Spricht Gott über was? Don't read the passage. It's not the answer, isn't it? What's he talking about? Über was spricht er? About that he's showing the things through similar illustrations. So he's talking about the reality. Er spricht also über die Realität. Okay with that? Yeah. So if he wants to tell you about the reality, wenn er dir nun über die Realität etwas sagen möchte, what methodology will he use? Welche Methode verwendet parable? It's a parable. Die Gleichnislehre. And so to explain the reality, um nun die Realität zu erklären, he has to use or do what? Muss er was nutzen? Oder was tun? Or natural history. Right with that. He has to use symbols. Er muss Symbole verwenden. So that symbol, und dieses Symbol, has to have some property to it. Muss gewisse Eigenschaften haben. And Ellen White tells you what that property is. Und Ellen White sagt dir, welche Eigenschaft oder Eigenschaften es sind. Don't go far into the paragraph. Du musst nicht weit in diesen Abschnitt lesen. It's written the manner in which it was established. So you begin to read from. Read from the beginning. Du hast angefangen vom Anfang an zu lesen. Lies mal laut. I had been an eventful day in the life of Jesus. Stop there. Ein ereignisreicher Tag im Leben Jesu. Anything there? No. No. In diesem Satz finden wir nichts. Beside the Sea of Galilee, he had spoken his first parables by familiar illustrations, again explaining to the people the nature of his kingdom and the manner in which it was be established. Is it there? Am See Genezareth hatte er seine ersten Gleichnisse gesprochen und durch bekannte Illustrationen, dass die Natur des seines Reiches und die Art und Weise, wie es aufgebaut wird, erklärt. So he did his first. Was hat er hier getan? Parable. Das ersten oder die ersten Gleichnisse. And then he's going to explain. Und dann wird erklärt, how parables work. Wie Gleichnisse funktionieren. So how do parables work? Wie funktionieren Gleichnisse? To the nature. What does he want to explain? The nature of his kingdom. Was wollte er erklären? He wants to explain the nature of the kingdom. Er möchte das Wesen seines Reiches erklären. And how it's established. Und wie es aufgebaut wird. Is that the real or the symbol? Ist das nun die Realität oder das Symbol? The real. That's the real. Das ist die Realität. How will he explain the real? Und wie erklärt er nun diese Realität? Through parables. It says in the passage. Durch Gleichnisse. Es heißt in dem Abschnitt. By familiar illustrations. Good. Durch vertraute
Illustrationen. By familiar illustrations, that's how he will do it. Durch diese vertraute Bild, ja, Illustrationen, so spricht er. Brother Carr? Sister Catherine told us what familiar illustrations are. Schwester Catherine hat uns schon gesagt, was diese vertrauten Bildnisse sind. Don't look for anything. Oh, you can go ahead and translate. Sorry, I thought you were looking for the answer. You're going to translate English into French and then French back into the English. How's that going to work? Sorry, no. I'm sorry. Since we use it to see. Sorry? Since we use it to see. Scenes? We are used to seeing. Yeah. Scenes or things? Things we're used to seeing. Also Dinge, die wir, mit denen wir vertraut sind. She said the same thing, no? She said the same thing, yes. Your answer was? Things that we see often. Good. Dinge, die wir oft sehen. So, it means you have to be able to see the thing and you have to be able to see it lots of times. It's common. Also, es muss eine Sache sein, die du sehen kannst und die du auch oft siehst, damit es vertraut wird oder gewöhnlich wird. I said, what's the problem with the parable? Was ist dann das Problem mit diesem Gleichnis? You don't see it often. Sorry? You don't see a mountain and a stone striking an image very often. No, it's not the... Man sieht nicht oft einen Berg oder einen Stein, der herausbricht und dann ein Standbild sehr zerstört. Das sieht man nicht oft. What's the problem, Brother Jim? Nein. Was ist denn das Problem? I have an answer. Good, that's fine. The problem is in Daniel 2. Ist es in Bezug auf Daniel 2? We never seen a stone take off without end. So the problem is. Das Problem. You don't see. Man sieht nicht. Any stones coming out of mountains without hands. Wie Steine aus einem Berg herauskommen ohne Hand, ohne Zutun von Hand. That would not be very familiar. Das ist doch nicht sehr gewöhnlich. Especially. Und besonders. No, at any time. Eigentlich immer. So you never would see that. Das sieht man ja nicht, nie. So already you've got problems. Also bekommt man Probleme. So, what do you have to do, Sister Kathy? Was muss man dann tun? Take our prophetic authority and change without to with. Unsere prophetische Autorität benutzen und dieses ohne in mit austauschen. Are we okay with that? Können wir damit übereinstimmen? Mother Rosalind? Ich hänge ehrlich gesagt immer noch an einer anderen Frage fest. To be honestly, I'm still thinking about one question. Go ahead. A different question. Die Frage, die Eigenschaft von einem Berg, wurde sie jetzt schon beantwortet oder nicht? Was the question answered about the property of the mountain? Ist das eine vertraute Illustration oder wo ist die Antwort? Is it now this familiar illustration or not? Yes. So. It's no. Now I'm open for your question now. Okay. Because I could not get, you see, but I'm still watching, okay, where's the answer now? So the answer was, from the beginning. Die Antwort war von Anfang an. But I want to make sure people can read it for themselves. Aber ich möchte sicher gehen, dass die Leute es auch für sich selbst erkennen und lesen können. The property of a parable. Die Eigenschaft eines Gleichnisses. The way Adam White says it. Die, so wie Ellen White es sagt, it must be a familiar thing. Muss es etwas vertraute Sache sein. The way Brother Arian explained it, und die Art und Weise, wie es Arian erklärt hat, it must be a natural thing. Muss es eine natürliche Sache sein. The way perhaps I would explain it, und die Art und Weise, wie ich es vielleicht erklären würde, it has to be a real thing. Es muss etwas Reelles sein. Can't be pretend. Es kann nicht nur eine Vorgabe sein. Also, so, also, what was my question? Was war meine Frage? I forgot what my question was. Oh yes, are you okay with changing the word?
Yes? Bist du okay, dass wir das Wort tauschen? Yes. Good. So if you're okay, the rest of us are okay. Wenn du okay bist, dann ist auch, sind alle anderen damit. I will say one thing though. Ich möchte aber eine Sache sagen. We changed some words before. Wir haben schon ein paar Worte zuvor verändert. In other passages. In anderen Abschnitten. And we changed them because we didn't like the way it was written. Wir haben sie deshalb verändert, weil wir die Art und Weise, wie sie geschrieben wurden, nicht so mochten. And the way Sister Kathy just said it. Und so wie es Kathy eben sagte. We don't like without, so we'll just change it with. Wir mögen dieses ohne nicht, deswegen tauschen wir es in mit. And she says that we can do that because we're prophets. Und sie hat gesagt, wir können das tun, weil wir Propheten sind. So, what I would suggest, was ich nun vorschlagen würde, is that this is not that situation. Dass es hier nicht diese Situation ist. This is just a plain reading. Das hier ist eigentlich nur ein einfaches Lesen. To change the word, das Wort zu verändern, doesn't require some special ability. Dazu benötigt es keine besondere Fähigkeit. Some special authority. Oder eine besondere Autorität. Being a prophet. Nämlich ein Prophet zu sein. The passage requires it. Der Abschnitt erfordert es. And anybody. Und jeder. Should be able to see that and then therefore be forced to do it. Sollte das erkennen. Und dann auch gezwungen sein, es zu tun. You have to follow some rules. Denn du musst gewissen Regeln so folgen. This is about rules. It's not about our prophetic authority. Hier geht es um Regeln und nicht um unsere prophetische Autorität. This is not some application that we want to make. Es sind nicht irgendwelche Anwendungen, die wir machen möchten. Because we want to read the verse a certain way. Weil wir den Vers auf eine gewisse Art und Weise lesen möchten. The passage itself demands that. Der Abschnitt selbst erfordert es. If you're going to be true to the principles of parables. Und wenn du gemäß den Prinzipien der Gleichnislehre gehst, the reason why I want to make that point, der Grund, warum ich nun diesen Punkt machen möchte, is if you go to a New Testament passage, wenn du zu einem Abschnitt im Neuen Testament gehst, no, we'll go to Leviticus 26, oder nein, lasst uns zu 3. Mose 26 gehen, Miller will make an application. Hier macht Miller eine Anwendung. Of the seven times. Nämlich in Bezug auf diese sieben Zeiten. Seven times is not what he says it is. Die sieben Zeiten sind nicht das, was er sagt, was sie he sind. Makes an application. Er macht eine Anwendung. And my position is, und meine Position and Sister Kathy's, und auch Schwester Kathy's, that he can do that because he's a prophet. Er kann das tun, weil er ein Prophet ist. He doesn't have to do that. Er muss das nicht tun. He wants to. Er möchte es tun. To make some kind of point for his own generation. Um einen gewissen Punkt für seine Generation herauszustellen. What I'm saying is, und was ich nun sage, in Daniel 2, verse 34, in Daniel 2, Vers 34, this is the plain reading of the word. Das ist ein einfaches Lesen des Wortes. Without is not a plain reading. Ohne ist kein einfaches Lesen. With is a plain reading. Mit ist dieses einfache Lesen. And I'm saying it's a substantial difference to the answer that she originally gave. Und ich sage, das ist eine wichtige Unterscheidung von der eigentlichen Antwort, die sie gegeben hat. Because I'm not saying, she's not saying she's a prophet, therefore she can change words. Sie sagt nicht, dass sie ein Prophet ist und deswegen kann sie dieses Wort verändern. She says the rules demand the change. Sie sagt, die Regel verlangt es, dieses Wort zu verändern. I'm hoping we can all see the difference. Ich hoffe, dass wir alle diesen Unterschied erkennen können. So just on this point, because I don't want to move on. In Bezug auf diesen Punkt. If everybody can see the point. Wenn alle nun diesen Punkt erkennen können. That you don't need to be a prophet. Dass du kein Prophet sein musst. Because you're not making any application. Weil du keine Anwendung triffst. Just following the rules of parables. Du folgst einfach nur den Regeln der Gleichnislehre. Okay, just if you have a question on that. Hat jemand eine Frage diesbezüglich? I have a question about the mountain. Okay, I don't want to go on to other questions. You mean in the natural story, to cut out a stone, it has to be your hand to do with human hand. This is what I mean. I'm not making
I'm not proof texting it. I'm just saying in the verse itself. Yeah. Also ich tue hier keinen Belegtext angeben. Cutting off the stone. You use the word human. I never. That's the German. In the German Bible, it says human hand. So I mean, in the natural story, if you cutting the stone out of mountain. Also in der reellen Geschichte. Is that what you mean? Benötigt man eine Hand, um yes. einen Stein aus einem Berg then herauszuschneiden? Is, tell us different things. It's not natural anymore, because natural you need hand. Yes. Also im okay. Natürlichen benötigt man eine Hand, und jetzt heißt es hier aber ohne. Das heißt, dann sind wir nicht mehr auf der natürlichen Ebene. So I'm saying, without hand means with hand. Ich sage, ohne Hand bedeutet mit Hand. Sister Shemay. Your question. Yes, but you have to go back to the beginning. So I wanted to be sure that I understood what you said regarding the mountain. I would like to be sure that I understand what you said regarding the mountain and the stone, that it's the same symbol. Ich möchte sicher gehen, dass ich dich richtig verstanden habe in Bezug auf den Berg und die Steine. Yes, this is a question. Are they the same symbol? Sind sie das gleiche because Symbol? Because this is what I understand it is. Das ist, was ich verstanden habe, dass es ist. No, they're not the same symbol. Sie sind nicht das gleiche Symbol. One's a mountain and one's a stone. Das eine ist ein Berg und das andere ist ein Stein. So they're not the same symbol. Sie sind nicht das gleiche Symbol. The meaning we said it's a kingdom. Wir sagen, dass kingdom of God and kingdom. So in this part, is it the same explanation, if you prefer? Haben wir gesagt, das eine ist das Königreich Gottes und das andere auch. Just to be sure I understand the point. So it's yes to your second question. Ja, zu deiner zweiten Frage. So two different symbols have the same explanation. Zwei verschiedene Symbole, die die gleiche Erklärung haben. Yes. So the mountain is the kingdom of God and the stone is the kingdom of God. Der Berg ist das Königreich Gottes und auch der Stein ist das Königreich Gottes. What is the difference between both? Was ist dann nun der Unterschied zwischen diesen We beiden? Say one is God, the other one is mini God. Wir sagen, der eine ist Gott und das andere sind die Mini-Götter. Yes. Ja. Okay. I don't get it, but go on. Ich verstehe es nicht, aber fahr fort. Okay. Do you have two questions or just that one? It's one question. Okay. Das war eine Frage. Prophet Jim? Yeah, I still don't understand how you get without hands to with hands. Ich verstehe noch nicht, wie du von ohne Hand zu mit Hand kommst. Someone else had a hand? Is it really impossible to have a natural story where a stone comes out of a mountain without hands? Es ist wirklich unmöglich, dass man eine natürliche Geschichte hat, wo ein Stein aus einem Berg herauskommt, ohne Zutun von einer Hand. You see it often? Sieht man das oft? Or you start talking about earthquakes or something? Fängst du an, über Erdbeben zu sprechen? Yeah. For example. Zum Beispiel? Because we're now saying, okay, it cannot happen, so there must be a hand. Wir sagen, es kann nicht passieren, deswegen muss es ja eine Hand geben. Or we can think of a situation where it can happen, and maybe that's the situation the parable is talking about. Oder it's not mentioned. Wir können an eine Situation denken, dass es passieren kann, und über dies spricht auch dieser Abschnitt. So the alternative is that it's an earthquake. Also die Alternative ist, dass es ein Erdbeben ist. Because that's you're not talking about dynamite or something. Du sprichst nicht über Dynamit. No. I was something. Yeah, an earthquake, for example, that comes. Oder man kann Frost und Hitze haben, wo dann auch Felsen herausgesprengt werden, sozusagen. Now we're gonna go to frost. Jetzt gehen wir zum Frost. I've never heard of that. I've heard of that. Sister, what? Well, I was just thinking this was back in it's illustrating the nature. The symbol illustrates the nature
other thing it's illustrating. So we know the nature of God is, can do anything. So the nature of God is? He can do anything. Okay. So then I guess that mountain can do anything. Das Wesen Gottes ist, dass er alles machen kann und deswegen he könnte has, auch der the mountain would have the same characteristics of the nature of God. Sie hätten ja die gleiche Charakteristika wie das Wesen Gottes. So you don't agree with Desire of Ages. It says it has to be something natural and familiar that you see. Also stimmst du nicht überein mit dem Leben Jesu, wo es heißt, dass es etwas Natürliches sein muss und etwas, was uns vertraut ist? But doesn't the symbol have to have the same characteristics as the thing it's illustrating? Muss denn nicht das Symbol die gleichen Charaktereigenschaften haben wie das, was es symbolisiert? And what characteristic is that? Und welche Charaktereigenschaft in ist this das situation? In diesem Fall? Well, that it can do things miraculously. Yeah. Dass es Dinge auf wunderbare Art und Weise tun kann. I think the whole point of parables. Ich denke, dass der ganze Punkt bei Gleichnislehre ist, dass man Dinge betrachtet, die eben nicht auf wunderbare Weise passieren. If they were miraculous, you wouldn't need parables to explain things. Wenn sie nun so auf wunderbare Weise funktionieren, dann müsste man ja das Ganze nicht erklären. Well, the reason I brought that up and was thinking along those lines is because I'm having a hard time with changing the word from without just changing it to with. Der Grund, warum ich es aufbringe, ist, weil ich Probleme damit habe, dass man das Wort ohne in mit wechselt. Let me stop you there. Lass mich dich hier unterbrechen. If you have problems with that, wenn du Probleme damit hast, then you don't agree with any of this story. Dann übereinstimmst du mit keinem Teil dieser Geschichte. With the Matthew 16 story. Zum Matthäus 16, 18 würdest du auch nicht übereinstimmen. Ich mag die Übersetzung, wo es heißt, ohne Menschenhand. So if you feel comfortable using a paraphrase, wenn du dich wohlfühlst, dass man eine Umschreibung wählt, we could ditch the King James and go for the ISV. It'd be much simpler. Nimm nicht die King James, sondern eine andere Bibelübersetzung, die ist viel einfacher. There must be some process. Kannst du dann erklären, wie man das machen kann? Da muss ja ein gewisser Prozessvorgang da sein. Wie man so the first steps is der erste Schritt to go to a real life example. Zu einem Beispiel aus dem reellen Leben zu gehen. And we've got two. Und wir haben schon zwei. Someone's suggesting that frost is going to cut this stone out. Einer hat vorgeschlagen, dass Frost einen Stein herausbrechen kann. Someone else is suggesting that an earthquake is going to cut this stone out. Und jemand anders hat auch gesagt, dass ein Erdbeben diesen Stein herausbrechen kann. Neither of those are miracles. Und keiner dieser ist ein Wunder. I like that. Which one do you like? The earthquake. You don't like frost? No. Ich mag das Erdbebenbeispiel. Earthquake could be like a shaking. Ein like shaking. Yeah. Ein Erdbeben kann eine Sichtung sein. The Wolfgang? Sorry, Ron. Ein Vulkan, ein Berg, der auch Steine herausschleudert. What do you call that? A vulkan which can throw out stones? Sure. This is a volcano. Ist das nun ein Vulkan? Well, I'm just to me the key word about the stone out of the mountain is cut. Für mich ist der Schlüsselwort in diesem Vers das Herausschneiden. And because we're familiar with quarrying stones from a mountain. Und weil wir vertraut sind mit so diesem Steinbruch, wie man Steine herausbricht. We know it requires human hands. Dann wissen wir, dass es da Menschenhand benötigt. So this sentence violates the natural. Und deswegen steht dieser Vers dem Natürlichen entgegen. By saying the stone was cut without hands. Wenn es hier heißt, dass der Stein ohne eine Hand herausgeschnitten wurde. A volcano doesn't cut. Ein Vulkan schneidet nicht. Hands cut. Sondern Hände schneiden.
Are you okay? So what? That was the answer to my own question, but I was two, but it was for me. My question was more. Es war eine gewisse Antwort auf meine Frage. What aber is die the Frage, reason why we go and change the without to with instead of why is it an impossible direction to look for a natural situation where it is possible that it happens without hands? Warum ist es denn so unmöglich, eine reelle Situation zu finden, wo man sieht, dass es ohne Hand geschieht? It's not a problem to do that. Es gibt kein Problem, das zu tun. But it's not familiar. Aber es ist nicht etwas Vertrautes oder Gewöhnliches. Because of the cutting or the to have earthquakes. Erdbeben zu haben. If you want to get technical about it. Wenn man nun technisch darüber werden möchte. This story. Diese Geschichte. Has to fit into the geography of Israel. Muss in die Geografie von Israel passen. Mm-hmm. I don't think Israel is known for earthquakes. Und ich glaube nicht, dass Israel so bekannt ist für Erdbeben. And so it doesn't become something that's familiar. Und somit wird es zu nichts Geläufigem oder Vertrauten. But building things out of stone. Aber etwas aus Stein zu bauen in that part of the world, in diesem Teil der Erde is extremely familiar. Ist sehr gewöhnlich. If you want to be true to the principles of how parables should work. Wenn man den Prinzipien treu sein möchte, wie Gleichnisse funktionieren. So I would venture to say, what is it? I would suggest, ich schlage vor, that no one, dass niemand, has seen rocks cut out of mountains with earthquakes. Dass niemand schon gesehen hat, wie Steine herausgeschnitten werden durch Erdbeben. I don't mean not a single person, but it's rare that you'd ever see that. Ich meine jetzt nicht, dass es eine Person vielleicht sehen kann, aber es ist sehr rar, dass man das sieht. But everybody's familiar. Aber jeder ist vertraut. That buildings are constructed with stones, and the only way you get stones is from quarrying. Jeder ist vertraut mit diesem Bauen mit Steinen und jeder weiß, dass diese Steine aus dem Steinbruch kommen müssen. It has the properties of familiarity. Also es muss diese Eigenschaft dieser Vertrautheit, dieser Geläufigkeit haben. Ich habe auch Gedanken in diese Richtung gehabt, um das zu verstehen. I had also some thoughts in this direction to understand it. Es gibt aber Granitberge mit Granitsteine, die sind sehr schwer. But there are mountains out of granite. Es gibt aber Kalksteine. And there are different chalk. Yeah, also mountains out of chalk. Ohne Erdbeben und ohne Vulkanen die Erdebewegungen, weil unten ist noch die Wärme und die Hitze, was das bewegt. So even without earthquakes or volcanoes, the earth is moving a little bit. I think what we need to do, ich denke, was wir tun müssen, is try to be true to the intent of what parables are designed to do for us. Wir müssen treu dem sein, was die Gleichnisse für uns tun möchten. I think we end up getting into dangerous territory. Ich glaube, dass wir auf gefährlichen Grund enden. When we start looking at extreme positions. Wenn wir extreme Positionen betrachten. We should be looking for answers that are simple and easy and plain. Wir sollten nach Antworten suchen, die einfach sind, die ja einfach sind. Even if you don't proof text it. Auch wenn man es nicht mit einem Belegtext beweist. Just looking at the context itself. Wenn man einfach nur den Kontext selbst betrachtet. Even if you just look at the word cut. Auch wenn man das Wort schneiden betrachtet. Someone's made that argument. Jemand hat das Argument aufgebracht. But don't take that. Nimm das nicht. Just compare and contrast in the passage. In dem Abschnitt selbst vergleiche und stelle gegenüber.
you just compare and contrast in the passage, wenn du nur in dem Abschnitt selbst vergleichst und gegenüberstellst, in 35, in 35, how is the cutting out of the statue done? Wie funktioniert da dieses Herausschneiden der Statue? Is it following the same principles? Folgt es dem gleichen Prinzip? By familiar illustrations. Durch diese vertrauten Illustrationen? It is. Ja. You never see stones destroying huge statues. Du siehst niemals, wie Steine diese riesige Statuen zerstören. It doesn't happen. Das geschieht nicht. So in order to get this to work, um das nun aber zum Funktionieren zu bringen, who is forced to do something? Wer ist denn gezwungen, etwas zu tun? Someone? Who's been forced to do something? You got three people. Es gibt drei Leute. Wer ist gezwungen, etwas zu tun? Wer sind die drei? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Daniel. Daniel. Or his boss. Oder sein Boss. Sein Chef. Who's forced to do something? Wer ist gezwungen, etwas zu tun? God. Gott. God is forced to do what? Gott ist gezwungen, was zu tun? To come out of the imaginary. Aus diesen Gedanken herauszukommen, den Vorstellungen, danke. And go where, Sister Aileen? Und wohin zu gehen? Go out of the imaginary and go into the. Aus diesem Bild herauszukommen oder diesen Vorstellungen? Into the real. Und zur Realität zu gelangen. The things that are familiar. Die Dinge, die vertraut sind. And what's that, Brother Arian? Und was ist das? 35. Vers 35. What's the familiar? Was ist denn hier das Vertraute? Don't whisper, please. Nicht flüstern. In Vers 35. The chaff, you mean? Whichever way you want. It's all. Just pick up something that we could all be familiar with. Etwas, mit dem wir vertraut sind. Which phrase? Welcher Satz? Chaff wouldn't be the one I would choose. Die Spreu wäre jetzt nicht das, was ich wählen würde. But it's obviously connected. Aber offensichtlich ist es damit verbunden. You wanna go with chaff? Willst du mit Spreu gehen? Ja. Yeah. Okay. So we'll go with chaff. Also wir betrachten das Spreu. Sister Kathy, how is chaff produced? Wie funktioniert, wie wird für Spreu produziert? Just simple, don't go through the process. Ganz einfach. It's the beating of the wheat. The word? Beating. Word? Oh. Threshing. Man schlägt das Weizen, aber welches Wort wird benutzt? Okay. By threshing. Indem es gethrescht wird. Is threshing a familiar scene? Ist dieses Threshen eine bekannte Szene? It's familiar. Es ist wir sind damit vertraut. So when it talks about the destruction of the statue, wenn es hier also nun von der Zerstörung der Statue God spricht, God is forced by his own rules to go to a familiar scene. Dann ist Gott gezwungen, gemäß den Regeln, dass er zu einer vertrauten Szene geht. This is not some, you know, abstract thought. Das ist kein abstrakter Gedanke. That you go from stones hitting statues and destroying them, wo man dann von der Steinen, die Statue zerstören, geht. Because that just doesn't work. Denn das funktioniert nicht. So he's going to be forced to go to a natural illustration. Er ist gezwungen, zu einer natürlichen Illustration zu gehen. Okay with that, Brother Jim? Yes. So if he's going to use a familiar scene for the statue, he has to use a familiar scene for the mountain. Wenn er nun für das Standbild eine vertraute Szene benutzt, dann muss er das auch für den Stein. And all I'm saying, und alles, was ich nun sage, is if you take the 3000 years of Israelite history, wenn man nun diese 3000-jährige Geschichte der Israeliten nimmt,
What would be familiar to them? Was wäre dann für sie vertraut? Frost damage? Frost? Earthquakes? Erdbeben? Or quarrying? Oder Steinbruch? Quarrying would be. Es wäre der Steinbruch. They've got millennia of this sie experience. Haben Jahrtausende Erfahrung in dieser Sache. It has all the properties. Und das hat also all die Eigenschaften. Okay. Oh. So if we're okay with that. Wenn wir damit übereinstimmen. All we're now left to do. Was wir nun tun müssen. Is to explain how you can go from without hand to hand. Wie man dann von ohne Hand zu mit Hand gehen kann. Without hand, with hand. Ohne Hand, mit Hand. And so in the German translation. In der deutschen Übersetzung. If that's what it said. How it was read. Mm-hmm. It says without human hand. Yeah, so if it was read the way that it was said. Also im Deutschen heißt es ja ohne Zutun von Menschenhand und ja. They added the word human in there. Hier wurde das Wort Mensch hinzugefügt. And if you go to the original, it does not say that. Und wenn man zum Original geht, dort wird das nicht so gesagt. So what they've done is they've paraphrased. Was sie hier gemacht haben, ist, dass sie es umschrieben haben. And so us King James. Also wir, die King James we don't have Vertreter, the luxury of doing that. Haben nicht den Luxus, das zu tun. So we'd have to do we'd have to go the hard route, which has already been done for the German speakers. Wir müssen den schweren Weg gehen, der schon für die Deutschen gemacht wurde. What they've done, was sie getan haben, is they've proof text the phrase without hands. Sie haben den Text belegt. And if you proof text that, wenn man das nun belegt, that phrase, dieser Satz, you end up finding, dann gelangst du letztlich zu dem Punkt. The phrase without hands means without human hands. Dann bedeutet dieser Satz ohne Zutun von Hand bedeutet eigentlich ohne Zutun von Menschenhand. That's what the phrase means. That's why they translated that in German. Das ist was das dieser Satz bedeutet. Deswegen wurde es auch so im Deutschen übersetzt. So if you have confidence in the German translation, wenn du also nun Vertrauen in der deutsche Übersetzung hast. What those translators are doing, was die Übersetzer machen, is following the rules. Sie folgen Regeln. Because they're gonna say, weil sie sagen werden, you can't take stones out of a mountain. Du kannst nicht einfach Steine aus einem Berg herausnehmen. Without hands. Ohne Hände. You have to use hands. Du musst Hände benutzen. So if it says in the passage without human hands, wenn es also hier in der Passage heißt ohne Zutun von Menschenhand. What does that mean, Brother Jim? Was bedeutet das? If it says without human hands, the stone was cut out. Wenn es heißt, dass der Stein ohne Zutun von Menschenhänden herausgeschnitten wurde, it means, dann bedeutet das, it was cut out with without human hands. Yes, but I want you to, if it's cut out without human hands, it was cut out. Wenn es ohne Menschenhand herausgeschnitten wurde, dann wurde es herausgeschnitten mit with hands. Not human ones. Also wurde es nicht mit Menschenhänden herausgeschnitten, sondern? Yeah. With that human hand? Yeah. What kind of hands was? So what kind of hands? That's welche yeah. Art von Händen wurde? If it wasn't human benutzt. Hands, what kind of hands was it? Wenn es jetzt keine Menschenhände waren, hands of the Holy Spirit? Dann waren es die Hände des Heiligen okay, Geistes. We'll go with that. Okay. With the Holy Spirit. Nämlich durch den Heiligen Geist. Because we proof text it here. Denn hier haben es wir ja schon belegt. This is God's kingdom. Das ist Gottes Königreich. God's kingdom is powerful, strong. Gottes Königreich ist mächtig. There's no kräftig. Human being. Es gibt kein menschliches Wesen. That's going to be able to manipulate or do something to it. Da der kein menschliches Wesen, der es manipulieren kann oder etwas dem Königreich antun kann. The parable teaches. Das Gleichnis lehrt. This kingdom is so strong. Dass das Königreich so stark und mächtig this ist. One, dieses hier. Before it, okay, I want to come out of Matthew 16. This kingdom is so strong, the stone. Dieses Königreich ist so stark. What's it able to do? Was ist ihm möglich? It's able to destroy the kingdom, the human kingdom. It's able to destroy human kingdoms. Ihm ist es möglich,
irdische oder menschliche Königreiche zu zerstören. And human kingdoms und menschliche Königreiche are bigger, sind größer, stronger, stärker than some workers' hands. Als Arbeiterhände. So, if this stone is so strong, wenn dieser Stein nun so stark ist and its parent is so strong, und auch das Elternteil so stark ist, because they're both symbols of God, denn beide sind ja Symbole für Gott, it's going to take a bit more effort than a puny human's hand to cut that stone out. Dann benötigt es ein mehr Aufwand als nur Menschenhand. It's going to take someone bigger than a human to do it. Es benötigt jemand, der größer ist als nur ein Mensch. So you chose to go with the Holy Spirit. Du hast jetzt gewählt, zu sagen, dass es der Heilige Geist ist. Which is fine. Das ist okay. Because you're proof-texting that. Weil das kann man hier belegtexten. We could say Holy Spirit, God. Man kann sagen Heiliger Geist oder Gott. I like Holy Spirit because that's why we were there. Ich mag Heiliger Geist, weil das ist der Grund, warum wir hier waren. So if you proof text the phrase it without hands actually means with God's hand. Und wenn man nun belegtextet, dass dieser Satz ohne Hand eigentlich bedeutet mit Gottes Hand. In other passages. In anderen Abschnitten. Now in the olden days. In Vorzeiten. What I mean by that. Und was ich damit meine. When I was young. Als ich jung war. When I used to do Daniel 2. Aber als ich Daniel 2 betrachtet habe. What I would do. Was ich tun würde. I'd oder say, gemacht habe. Without hands. Da habe ich gesagt, ohne Hand. Stop Hände, the study. Habe das Studium unterbrochen. Come out of 2. Und habe 2 hervorkommen lassen. And go elsewhere. Und bin dann woanders hingegangen. Proof text without hands. Hab Daniel 2 verlassen und bin woanders hingegangen und habe bewiesen, dass ohne Hand. Sister Catherine. If you proof text without hands. Wenn man ohne Hand belegtexten möchte. What would the answer be? Was wäre dann die Antwort? Jesus. With hand. We'd look at it that way. Mit Hand. Without hands. Ohne Hand. First of all, what would I find that means? Was würde ich dann zunächst finden, was das bedeutet? Not touched by humans. Without human hands. Es würde bedeuten, ohne Zutun von Menschenhand. And then the passages would also tell you. Und dann würden dir die Verse auch sagen. Not human hands, it's. Nicht menschliche Hand, sondern. It's with God's hand. Gottes Hand. I would proof text that. Das würde ich mit Texten beweisen. Bring that back into the passage. Und das würde ich dann wieder zurück in diesen Abschnitt bringen. Say, see? Und dann sagen, schaut, it means God's hand. Es bedeutet Gottes Hand. Today, heute, I don't do it that way. Mache ich es nicht mehr auf diese Art und Weise. Why? Warum? Sister May? Schwester May? Why don't I do it that way nowadays? Warum mache ich es heutzutage nicht mehr so? Because we want to find the answer in the same passage, not proof texting. Weil wir die Antwort in der gleichen Abschnitt finden möchten und nicht belegtexten. Because today I want to find the answer in the passage. Heute möchte ich die Antwort in der Passage selbst finden. And why couldn't I find it before? Und warum konnte ich das zuvor nicht? Because we didn't have the methodology. Which one? Weil wir die Methodik nicht hatten. Welche? Teaching. Die Gleichnislehre. So, I did have parable teaching methodology. Ich hatte diese Methodik der Gleichnislehre. I know that's this is what you mean. I know this is what you mean. Also ich glaube, das ist das, was du meinst. I did have it, ich hatte diese Methodik. But it wasn't refined. Aber sie war nicht verfeinert. And what I didn't know I could do, und was ich nicht wusste, was ich tun könnte. What did I not know that I could do, was wusste ich nicht, was ich eigentlich tun kann? Tamina. No. Regel Nummer 5? Nein. You can change the words because you have the authority of a prophet. Dass man dass man die Worte wechseln kann, weil man die Autorität des Propheten hat. We've just addressed that. This is not prophet issue. Yes, yes. Es geht hier nicht um ein Prophet sein oder nicht. What did I not know I can do? Was wusste ich nicht, was ich eigentlich tun kann? We've already answered it. Wir haben es schon beantwortet. She's just repeating and enlarging what we did 10 minutes ago. Wir machen gerade nur eine Wiederholung und Erweiterung, was wir schon vor 10 Minuten besprochen haben. He's
said so much in the 10 minutes. Du hast so viel die letzten 10 Minuten gesagt. You means the natural story. Buchstäbliche Geschichte? Nein. I said. Ich habe gesagt. This is quarrying. Dass das ein Steinbruch ist. And my friend said. Und mein Freund hat gesagt. It doesn't have to be that. Muss es nicht sein. And I gave a defense for it. Und ich habe eine Verteidigung aufgebracht. Verse. What was my defense, Brother Roland? Welcher Vers war meine Verteidigung? Welcher Vers? Welche Nummer? 34. 34? Nein. That's where we're at. Da, in diesem Vers befinden wir uns, ja? What was my defense? Welches war meine Verteidigungsvers? Brother Arian, defense was 35. Vers 35. So I went to 35. Wir sind zu Vers 35 gegangen. So what methodology was I not sure to use? Welche Methodik wusste ich nicht so, wie ich sie gebrauchen sollte? Vergleich und Gegenüberstellen. I did not know how to use compare and contrast. Ich wusste nicht, wie ich Vergleich und Gegenüberstellen verwenden kann. With the same degree of confidence that I can do it now. Mit der gleichen Vertrautheit und Überzeugung, wie ich es heute machen kann. So then. Damals. I would say the stone. Würde ich sagen, dass der Stein. Was whom? Wer war? I never taught that ever. Ich habe niemals gelehrt, dass es Jesus ist. Nein. I've known it was God's people for a long time. Ich wusste, dass es Gottes Volk ist. Schon had the right answer. Die richtige Antwort. But to prove that. Aber um das zu beweisen. Well, I'd have to go somewhere else. Musste ich woanders hingehen. I couldn't prove it in the passage. Ich konnte es nicht in dem Abschnitt selbst beweisen. And now I can. Aber jetzt kann ich es. But the only way you can do that. Aber die einzige Art und Weise, wie du das machen kannst. Brother Arian, how do you prove that that's God's people conceptually? Wie kann man das beweisen? Im Kontext. Because it says in verse 40. Tell me the methodology. Nenne mir erst die Methodik. Shout out. Sagt jemand? Compare and contrast. Vergleichen und gegenüberstellen. What are you going to compare it with? Mit was möchtest du es vergleichen? With the threshing instrument. Say again. The stone, you mean the stone? Just generally, conceptually. Im Allgemeinen. With the statue. With the statue. Compare what with the statue? Just conceptually, just also, generally. Im Allgemeinen möchten wir mit der Statue vergleichen. You didn't say what. Yeah. So you got the statue. Man hat also die Statue. Which is where. Die wo steht. Geographically speaking. Geografisch nun gesprochen. Give you a choice. Next to the mountain. Gib ihm eine Auswahl. Give him a choice. Gib ihm eine Auswahl. Babylon. Wie sagt Babylon? Heaven. Ah, Himmel earth. Oder auf dem Himmel, im Himmel oder auf der Erde? On earth. Auf der Erde. So you compare and contrast. Also vergleichst du und stellst gegenüber. And all of this. All das. Has to be where. Muss wo sein. Has to be on earth. Muss auf der Erde sein. This mountain, dieser Berg, which is the kingdom of God, welches das Königreich Gottes ist, has to be the kingdom of God on this earth. Muss das Königreich Gottes auf dieser Erde sein. And before, und davor, I didn't know I could do it that way. Wusste ich nicht, dass ich es auf diese Art und Weise tun kann. Or at least I didn't have the confidence to do that. Oder zumindest hatte ich nicht die Überzeugung, das zu tun. And state it as a fact. Und es als Fakt darzustellen. So I might say. Denn ich habe vielleicht gesagt, vergleich sie. And then people say, really? Und dann haben Leute gesagt, wirklich? And I'd run away. Und dann bin ich weggerannt. To the book of Isaiah.
Nämlich in das Buch Jesaja. And the book of Ezekiel. Und das Buch Hesekiel. And then I'd prove it that way. Und dann habe ich es auf diese Art und Weise bewiesen. Ich hatte nicht diese Überzeugung, say, I don't need to go anywhere. Zu sagen, ich muss nicht in ein anderes Buch gehen. And now I say, und jetzt sage ich, don't say you don't need to go anywhere. What would ich sage I say nicht, now? Man muss nicht woanders hingehen, sondern was sage ich? You're not allowed to go anywhere. Ich sage, yeah. Es ist dir nicht erlaubt, woanders hinzugehen. You're not allowed to go anywhere. Are we okay with that? Sind wir das soweit, können wir übereinstimmen? The German translation made it easy. Die deutsche Übersetzung hat es einfach gemacht. It says, without human hands. Es heißt da, ohne Zutun von Menschenhand. That means, das bedeutet, with God's hand. Welches bedeutet mit Gottes Hand? You get it all in the passage. Man hat es hier in dem Abschnitt selbst. If you're just careful. Man muss nur vorsichtig lesen. But more than that, und eigentlich noch viel mehr. What I want us to see, was ich möchte, dass wir erkennen, is when you get good arguments, wenn man gute Argumente hat. What's a good argument? Was ist ein gutes Argument? Frost. Frost. An earthquake. Und Erdbeben. They're good arguments. Sind gute Argumente. And when you're challenged like that, aber wenn du herausgefordert wirst, wie die, so, it's damit, easy to feel or get shaken. Dann ist es sehr einfach, dass man gerüttelt wird. And if you get shaken, und sobald du gerüttelt wirst oder gesichtet wirst, you'd run away, dann rennst du weg to the German translation, zur deutschen Übersetzung or to some other Bible passage, oder zu irgendeinem anderen Bibelabschnitt. And you'd be secure by proof texting. Und dann fühlst du dich sicher, wenn du diesen Belegtext hervorbringst. So what I want to suggest, was ich aber vorschlagen möchte, is that you don't become fearful, dass du nicht beängstigt sein musst. That you have confidence, dass du Vertrauen hast, that the answer is there, dass die Antwort sich hier befindet. That you don't have to come off your vantage ground, your strength. Dass du nicht in deinem vertrauten vantage ground, like this powerful place that you're at. Dass du nicht von diesem hohen Grund herunterkommen musst. And don't let people control you and come onto their terms. Und lass dich nicht von anderen Menschen kontrollieren, die versuchen, dich auf ihre Ebene zu bringen. This methodology really fixes a lot of problems. Diese Methodik löst viele Probleme. Okay, so this is a difficult question. Jetzt kommt eine schwierige Frage. Maybe. Vielleicht. Sister Shemaine? Schwester Shemaine. You okay? What's the problem? Was ist das Problem? With the old way of doing things. Mit der alten Art und Weise, Dinge zu tun. Do you remember what the old way of doing things was? Erinnerst du dich, was diese alte... Do you remember? Okay. Diese alte Art und Weise ist, ja. What's the problem with it? Was ist das Problem damit? Wo liegt das Problem? We can lose the contest and the first intent. What's the problem? Was ist das Problem? To make mistake. Dass man Fehler begeht? Before. Zuvor. I would do the Bible translation, say without human hands, it's there. Würde ich die Bibelübersetzung nehmen und sagen, hier ohne Zutun von Menschenhand, steht doch schon da. Show you why they said that. Und ich zeige dir, warum sie das sagen. I've got the notes somewhere. Ich habe meine Notizen irgendwo. We could even do it in class now. Und wir können das auch hier im Unterricht tun. Type in the phrase without hands. Tipp mal ein, ohne Hand. You get a few Bible verses. Dann gelangt man zu einigen Bibelversen. Check the context. Schaut dann den Kontext an. You prove it will say without human hands, but with God's hands. That's what those und verses dann teach. Kann man beweisen, dass diese Verse lehren, dass es ohne Zutun von Menschenhand ist, sondern dass es eben Gottes Hand ist. Plug it in. Und dann fügt man es hier ein. Stone. Stein. Human beings. Sind Menschen. You go to Isaiah. Dann geht man zu Jesaja. Ezekiel. Und Ezekiel. Other places. Also zu anderen Orten. You can prove it. Und dann kann man es beweisen. Bring it back. Und dann bringt man es wieder zurück in diesen Abschnitt. All works fine. Das funktioniert alles soweit gut. But it's so
subtly deceptive. Aber es ist so unterschwellig täuschend. It's like a death sentence doing that. It's so dangerous. Und es ist so gefährlich. Es ist wie ein Todesstoß. So what's the problem with it? Todesurteil. Was ist das Problem damit? If it's a complicated answer, I'm going to just stop you. Wenn es eine komplizierte Antwort ist, dann werde ich dich stoppen. If we do that, we don't have two testimonies. Wenn wir das tun, excellent, dann haben wir keine zwei Zeugen. If you do that, wenn man das so macht, you destroy your first testimony. Dann zerstörst du deinen ersten Zeugen. And if you destroy your first testimony, und wenn du deinen ersten Zeugen zerstörst, the one that you're just looking at, dann ist der, an den du eben betrachtest, is testimony number, ist Zeugnis Nummer 1. Is testimony number, ist Zeugnis Nummer 2. Testimony number, ist Zeugnis Nummer 1 and 2. Testimony number, Zeugnis Nummer. Who's going to help her? No. Zero. Null. It's no testimony. Es ist kein Zeuge. It's no testimony. Kein Zeuge. Because you just chase yourself in a circle. Weil du dich selbst in einem Kreis jagst. If it was your first testimony, you'd actually be somewhere. Wenn es dein erster Zeuge ist, dann bist du hier an einem Ort. I'm here. Ich bin hier. I don't know what I'm doing. Ich weiß nicht, was ich tue. So to prove what I'm doing, um zu beweisen, was ich tue, I'm gonna go to something else. Gehe ich woanders hin. And I say this thing. Und dann sage ich dieses. Proves that thing. Beweist nun das andere. How can this thing prove that? Wie kann nun diese Sache das andere beweisen? When I don't even know what this one is. Wenn ich nicht einmal weiß, was das hier ist. Yeah. It just takes a bit of mind manipulation. Juggling. Manipulation. Man muss hier so ein bisschen die Konzepte jonglieren. And you'll see that it's not your first witness. Und dann erkennt man, dass es nicht dein erster Zeuge ist. Problem is, it all worked fine. Das Problem ist, dass es alles gut funktioniert. And you think, wow, I'm good Bible student. Und du denkst, ich bin ein guter Bibelstudent. And you got this bomb that's waiting to explode. Aber du hast diese Bombe in der Hand, die kurz vor dem Explodieren ist. And for many of us, it has exploded. Und für viele von uns ist sie explodiert. Because they will go to Daniel 2, use all that old technology. And it works. Sie gehen zu Daniel 2, nutzen all diese alte Technologie und es funktioniert. Now you go to a difficult passage. Und dann geht man zu einem schwereren Abschnitt. A difficult concept. Einem schwereren Konzept. And you destroy your ability to understand truth. Und du zerstörst deine Fähigkeit, Wahrheit zu erkennen. And someone has said to me, jemand hat zu mir gesagt, why do you keep on going on and on about FFA? Warum redest du denn immer und immer wieder über FFA? The reason I do, der Grund warum, is because most people, ich das tue, ist, weil die meisten in this side of the movement, auf dieser Seite der Bewegung, no, this side of the argument, auf dieser Seite des Arguments, in the movement, in der Bewegung, they think like FFA. Sie denken wie FFA. So that's why, deshalb, I talk about them so much. Rede ich so viel über sie. The reason why FFA are lost, der Grund, warum FFA verloren ist, is because they're doing this thing that we've just spoken about. Ist, weil sie genau das tun, worüber wir eben gesprochen haben. They don't understand how to get two testimonies. Sie verstehen nicht, wie sie zwei Zeugen bekommen. And if you just saw it now. Ihr habt es selbst gesehen. Sister May didn't know either. Sister May wusste es auch nicht. Because she still thinks it's number one. Sie dachte nämlich nicht, dass es immer noch Nummer 1 wäre. And if she thinks that way, und wenn sie so denkt, then you know many of us think that way. Dann wissen wir, dass viele so denken. And therefore, und deshalb, we think like FFA, denken wir wie FFA. And therefore, und deshalb, we need to compare and contrast, müssen wir vergleichen und gegenüberstellen, what we're doing right and what they're doing wrong, was wir richtig tun und was sie falsch machen. So you can compare yourself, so dass du dich selbst vergleichen kannst, and actually think, und darüber nachdenken, the right way, richtig zu denken, not just be in the right place because, nicht nur am richtigen Ort zu sein, of another reason, aus einem anderen Grund, whatever that is, oder warum auch immer, and it tends to be an emotional response, und es neigt dazu, dass es eine emotionale Antwort ist. We need to have an intellectual reason to be here.
wir müssen ein intellektuelles Argument haben oder Grund, warum wir hier sind. Frage? What Miller meant proof testing, did he know the right proof testing method? Miller hat auch Prüftext benutzt. Hat er die richtige Methode des Prüftextens benutzt? The problem with Miller. Das Problem mit Miller. Is not Miller. Ist nicht Miller selbst. It's us. Es sind wir. He begins his ministry when? Er fängt seinen Dienst an. Wann? If we marked 1818. Wenn wir 1818 markieren. And then you go to 43, 44. Und dann zu 43, 44 gehst? 25 years. Sind ungefähr 25 Jahre. Can you imagine how much studying, how much material he produced in 25 years? Kannst du dir vorstellen, wie viel Material, wie viele Studien er in diesen 25 Jahren vollbracht hat? How many sermons he did? Wie viele Predigten er gehalten hat? Once he got going. Und sobald er also da im Lauf ist? It'd be like 3 or 4 a day. Sind es 3 oder 4 am Tag? Jeden Tag. He would embarrass us. Er würde uns in den Schatten stellen. Because people say we do too many presentations. Und Leute sagen, ja, wir machen schon viel zu viele Präsentationen. And I think we're only doing one a day each, sometimes two. Und ich denke, dass wir, jeder von uns macht nur eine Präsentation am Tag oder so manchmal the problem zwei. Is, das Problem I don't think we have enough detailed information about how he operates, how he thinks. Wir haben nicht genug Informationen oder Details darüber, wie er denkt und wie er funktioniert. We only have a couple of biographies. Wir haben ein paar Biografien. And a couple of booklets, which would be his defense or his explanation. Und nur ein paar Bücher, die seine Erklärung oder auch seine Verteidigung sind. So I would venture to say, also ich bin geneigt zu sagen, he's a lot cleverer, dass er, oder ich schlage vor zu sagen, dass er viel viel schlauer ist als das, was niedergeschrieben ist, beinhaltet. So the simple answer, I would say yes. Die einfache Antwort wäre ja. He knows what he's doing. Er weiß, was er tut. And when someone like me, und wenn jemand wie ich criticizes him, ihn kritisiert, and perhaps I'm the one that does it the most. Und vielleicht bin ich derjenige, der das am meisten tut. I do it for a reason. Da mache ich es aus einem Grund. Not to tell him off. Nicht um ihn nun bloßzustellen. But to. Sondern. But to tell you off. Euch bloßzustellen. To compare and contrast. Um vergleichen und gegenüberzustellen. So I use him as a tool to do that. Ich nutze ihn als Werkzeug, dies zu tun. I don't think we realize how. Just how brilliant this his mind was. Ich glaube, wir erkennen nicht, wie brillant sein seine Gedanken waren oder sein Gehirn. Even when we factor in that angels directed his mind. Auch wenn wir hinzufügen, dass Engel ihn geleitet haben. Because angels are directing our minds too. Denn Engel sind es auch, die auch unsere Gedanken führen. And we still are not able to replicate his greatness. Und dennoch sind wir nicht in der Lage, seine Größe wiederzugeben. Okay, so today, heute, what we've looked at, was wir heute betrachtet haben, is how we approach God's word. Ist, wie wir an Gottes Wort herangehen. Daniel 2, Daniel 2 is not application. Ist keine Anwendung. Application is code word for. Die Anwendung ist ein Codewort für was? Prophet. Prophet. It's not an example of prophet. Es ist kein Beispiel für einen Propheten. This is a common issue. Es ist eine allgemeine Thematik. Original intent, surface reading, if you like. Der originale intent, Inhalt oder dieses einfache Lesen. Follow the rules. Folge den Regeln. Even a child can do that. Das kann auch ein Kind machen. I don't mean that in an insulting way. Und das meine ich jetzt nicht in einer herablassenden Art und Weise. The rules will tell you. Die Regeln sagen dir. That it has to be with hands. Dass es mit Händen sein muss. Once you do that. Und sobald du das machst. Then you start explaining how it has to be so. Fängst du an zu erklären, warum es so sein muss. You have to use what rule? Dann muss man welche Regel verwenden? You have to use compare and contrast. Man muss vergleichen und gegenüberstellen. 34, 35. Vers 34 und Vers 35. And before you do that. Und bevor du das tust. You notice in 35. Dann erkennst du schon in 35.
In 35. God is dass Gott forced to do what? Gezwungen ist, was zu tun. What's he forced to do? Was ist er gezwungen? He's forced to take this imaginary dream. Er ist gezwungen, diesen bildhaften Traum zu imaginary benutzen. Situation. Dieses bildhafte. And turn it into what? Und es in was zu verändern. Into a familiar scene. In eine vertraute Szene. If he didn't, wenn er das nicht tun würde, none of this would work. Würde all das nicht funktionieren. So he turns 35 into a familiar scene. Also wandelt er nun Vers 35 in eine bekannte Szene um. And 35 is the subject of what symbol? Und Vers 35 ist das Thema, die Thematik, welches Symbol ist? The statue. Die Statue. So, if the statue is familiar, wenn nun die Statue uns vertraut ist, the mountain must be dann familiar. Muss der Berg auch vertraut sein. And I'm arguing, und ich argumentiere nun, and I think it was a reasonable defense, und ich denke, dass das eine vernünftige Verteidigung war. With the options that we discussed, the familiar one would be quarrying. Mit den Optionen, die wir aufgebracht haben, dass das gewöhnlichste oder vertrauteste dieser Steinbruch ist. And then you can explain everything. Und dann kann man alles erklären. You need a strong hand, man benötigt eine starke Hand, to start playing around with God's kingdom. Um anzufangen, mit Gottes Königreich herumzuspielen. And the answer was found. Aufzuhören. Und die Antwort haben wir gefunden. GC343. Im großen Kampf 343. The only hand that's strong enough to do that kind of work. Die einzige Hand, die stark genug ist, diese Arbeit zu vollbringen, is the Holy Spirit. Ist der Heilige Geist. So, hopefully that was instructive. Ich hoffe, dass das lehrend war. Let's pray. Lasst uns beten. Our Heavenly Father, we thank you. Unser himmlischer Vater, wir danken dir. We thank you, Lord, for the increase of light, the increase of knowledge that you have given to your people. Herr, wir danken dir für die zunehmende Erkenntnis und das Licht, das du deinem Volk gewährst. Help us to realize. Hilf uns, dass wir erkennen. The journey is more important than the answer. Dass die Reise viel wichtiger ist als die Antwort selbst. The methodology. Die Methodik. Is what we should crave to understand. Ist das, wonach wir verlangen sollten, dass wir es verstehen. For so many issues, we've understood the correct answer for a long time. Für viele Thematiken haben wir die richtige Antwort schon so lange verstanden. But you want to teach us. Aber du möchtest uns lehren. Sanctification is the work of a lifetime. Dass die Heiligung der Prozess dass sie ein Lebenswerk ist. And as we go through this methodology. Und wenn wir jetzt durch die Methodik hindurchgehen. Directing and showing us the right path to the truth. Zeige uns den Weg, der uns zur Wahrheit führt. Help us to embrace this. Hilf uns, dass wir das an dem festhalten. Pray for a special blessing upon the food we're to eat. Und ich bitte auch für den besonderen Segen für das Essen, das wir jetzt zu uns nehmen. And ask all these blessings in the name of Jesus. Und für all die Segnungen bitte ich im Namen Jesu. Amen. Amen.